Für tausende Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen startet ab Jahrgangsstufe 8 die Berufsorientierung. In der Realschule Benrath ist heute ein besonderer Tag. Der Berufsparcours ist zu Gast. Deshalb solltet ihr einen guten Eindruck machen, wenn ihr gleich zu den Unternehmen geht, damit eure Chance auf ein Praktikums- oder Ausbildungsplatz steigt. 20 verschiedene Übungen können 100 Jugendliche in 90 Minuten ausprobieren. Jede Übungsstation bietet Arbeitsproben zu einem Berufsfeld, betreut von Ausbildern und Azubis. Testen dürfen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten bei Berufen wie Mechatroniker, Elektroniker oder Industriemechaniker und Mechanikerinnen. Entwickelt hat den Berufsparcours Karin Ressel vom Technikzentrum Minden-Lübbecke. Ich weiß, dass Unternehmen nach Sympathie entscheiden und nach Begabung. Und dieses System eignet sich hervorragend, um beide Zielgruppen Jugendliche und Unternehmen zusammenzuführen. Der Parcours liefert einen wichtigen Baustein im Gesamtkonzept der Berufsorientierung einer Schule. So viele Betriebe auf einmal hier ins Haus zu bekommen und so viele Möglichkeiten auf einmal für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, ist sonst ganz, ganz schwierig mit viel Aufwand verbunden. Und das ist eine optimale Möglichkeit, von daher passt das super hier rein. Hier können die Schülerinnen und Schüler sehr praxisnah und live quasi Berufe erleben, können ihre Stärken sich anschauen und überprüfen und lernen so auch vielleicht ihre Kompetenzen besser kennen. Arbeitsprobe Elektronikerin. Wir haben den Rauchmelder verbunden mit der Anlage selber, also dass das, was diesen Ton angibt. Also ich fand es wirklich sehr interessant und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Da ist jemand, der hat ein Händchen da dafür im wahrsten Sinne des Wortes, der schraubt gut, der hat eine kleine feinmotorische Geschichte, fasst den Arbeitsauftrag relativ schnell und gut auf und kann damit auch umsetzen. Das sind natürlich für uns schon erste Merkmale, um zu erkennen, hoppsala, da ist schon eine gewisse Tauglichkeit für Ausbildung da, unabhängig jetzt von Schulnoten, die wollen wir in diesem Moment noch gar nicht wissen. Und dementsprechend entwickelt sich möglicherweise das ein oder andere Gespräch, wo wir dann auch hergehen und sagen, komm, wir laden dich zu einer Informationsveranstaltung ein, da gibt es noch ein paar Aspekte mehr zu dem Thema. Oder werden schon gezielt gefragt, kann ich bei euch sogar ein Schülerpraktikum machen? Da musste man von diesen großen Geschirrhandtüchern, musste man 10 Stück in eine ganz kleine Schachtel bekommen. Es gibt nicht nur Übungsstationen aus der Metall- und Elektroindustrie. Wer es schafft, 10 Geschirrtücher in die Tupperdose zu packen, meistert erfolgreich die Arbeitsprobe zur Fachkraft Lagerlogistik. Da gab es einmal eins, da hat man einen Würfel bekommen aus Metall und den sollten wir ausbauen und dann wieder zusammenbauen. Man hat uns angesprochen, ob wir Interesse haben, an dem Berufsparcours teilzunehmen. Und zuerst war ich ein bisschen skeptisch, weil man sagte, so, wir machen so 10 Minuten Durchgänge. Und dann habe ich mir das Ganze aber mal da im Kopf gehen lassen und habe mal mit den Leuten gesprochen, die das veranstalten und bin jetzt eigentlich doch sehr optimistisch. Und zwar, ich sehe das jetzt aus meiner Sicht, dass wir im Prinzip eine gewisse Nähe schaffen zu Schülern. Das heißt, die Schüler haben es einfacher, einen Betrieb kennenzulernen. Das heißt, wir haben da den ersten Schritt gemacht und wir wollen dann, wenn wir geeignete Schüler auf dem Berufsparcours finden, denen auch ein Angebot machen, dass sie zu einem Schnupperpraktikum in der Ferienzeit zu uns kommen können. In der David-Hansemann-Schule lotst Frau Ressel die nächste Gruppe in die Aula. Der Berufsparcours bringt Betriebe und Schulen in den Regionen zusammen. Dafür sind keine aufwendigen Messestände und Hochglanzbroschüren nötig. Entscheidend für den Erfolg sind interessante Übungsstationen und attraktive Arbeitsproben. Dieses Veranstaltungsformat bietet deshalb auch kleineren und mittelständischen Betrieben eine gute Chance, für ihre Ausbildungsberufe zu werben. Mitarbeiter der Firmen begleiten die Schülerinnen und Schüler bei den Arbeitsproben.
Auf diese Weise erkennen sie in kurzer Zeit viele Talente. Abgestimmt werden die Arbeitsproben des Berufsparcours im Vorfeld mit dem Technikzentrum Minden-Lübbecke. So wird sichergestellt, dass die Übungsstationen zu den ausgewählten Berufsfeldern passen und von Jugendlichen ohne Vorerfahrung bewältigt werden können. Und dann wurde ich zweimal angesprochen, ob ich ja vielleicht ein Praktikum machen will in den Sommerferien. Und ich glaube, ich werde es in Bezug also wahrnehmen. Ich bin positiv überrascht, wie schnell man doch in 10 Minuten sehen kann, wie der einzelne Schüler halt eben da agiert. Und habe mir auch schon viele rausgezogen, die wir zu einem Schnupperpraktikum einladen. Und gegebenenfalls wird da halt eben ein größeres Praktikum draus. Metall NRW ermöglicht jedes Jahr mehr als 10.000 Jugendlichen die Teilnahme am Berufsparcours und bietet dadurch vielen die Eintrittskarte zu einem Praktikum oder Ausbildungsplatz. Für die Betriebe ist der Berufsparcours ein effizientes Veranstaltungsformat, um an einem Vormittag bis zu 500 Jugendliche bei Arbeitsproben zu erleben. Der Berufsparcours stärkt somit die Berufsorientierung in den Schulen und unterstützt gleichzeitig die Betriebe bei der Nachwuchssicherung.